der ist schon ein bisschen eisig. Müssen wir wieder zurück in dieses Moortal, ne? Ich könnte natürlich, wollte sagen, mein Pferd rufen, aber dann müsste ich Beno hier auch zurücklassen. Das möchte ich eigentlich nicht. So, die habe ich ja schon abgeerntet. Fallen echt gleich die Augen zu. Ich glaube, hier sind wir richtig. Fälle sieht das hier nach einer Truhe aus. Die recht schnell zu öffnen war. No? Cool? Oder? Ist doch gut, ne? Und kühl ist es. Richtig kühl. So, wir schauen mal zu diesem Dorf. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich bin schon so lange hier unterwegs. Außerdem... raubt mir der Schlaf meine Sinnesschärfe. Ich glaube gar nicht, dass es Moortal ist. Nee, jetzt... Ich kann mich entsinnen. Das ist diese Mine, ne? Oh. 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 Oh.
So, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Entschuldigt bitte. War keine Absicht. War keine Absicht. Meer? Hm. Wärmen wir uns trotzdem erstmal auf, ne? Wie nur? Moment mal. Na, hallo? Hallo. Was sagt ihr? Ihr seid ein Händler? Das trifft sich gut. Werf deinen Blick darauf. Das trifft sich gut, denn ich habe was zu verkaufen. Ihr habt nicht viel Gold. Schade. Ja, denn... Verkauf... Ja, ich möchte gar nicht so viel verkaufen, denn damit kann man eigentlich noch schmieden irgendwas. Deswegen, mit Rubinen kann man... Aber das hier verkaufe ich euch. Mit Saphiren, Rubinen kann ich eigentlich was schmieden. Normalerweise. Nee. Aber hier habe ich noch was. Ja, jetzt kommt es drauf an. Was weg? Ja, das könnte ich eigentlich anlegen, bevor ich mit dir rede. Ne? So. Lebt wohl! Ne, wartet mal, Beno. Ich bin noch da. Pass auf, wir müssen was noch. Was braucht ihr? Ich hol mir mal das, was du nicht mehr brauchst. Nämlich zum Beispiel das und das. Wir schauen mal, los. Ob das der Händler. Oh, den erreichen wir nie. Doch, wir holen bestimmt auf, oder? Wir holen bestimmt auf. Ich hol bestimmt auf. Ich gebe mir Mühe. Ja, bleib stehen. Bleib noch mal stehen. Ich schaff's. Ich weiß, dass ich schaffe. Hallo. Könnt ihr bitte noch mal stehen bleiben? Na, hallo. Hallo nochmal. Entschuldigt, da ich euch nachgerannt bin, aber ich habe noch etwas zu verkaufen. Werf deinen Blick darauf. Ja, Moment. So, zum Beispiel das hier. Eine Axt. Perfekt geschmiedet. Und hier, na, also, wenn das mal kein gutes Stück ist, dann weiß ich auch nicht. Und, jo, ja, hier brauche ich eigentlich jedes dieser Amulette für irgendwas anderes. Und das ist auch schön. Das sieht wertvoll aus. Ja, dann bekommst du noch diese Goldkette und dann ist gut, ne? Lebt wohl! Ja, lebt wohl. So, wir gehen erstmal an ein Feuer. Komm mal mit. Ich hoffe, hier gibt es eine Taverne. Ich hoffe es inständig. Sieht nicht nach einer Taverne aus. So. Ja, das ist eine Schmiede, ne? Und ja, wo ist hier ein Gasthaus? Ja, zu schön. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Wärme kämen. Das ist... Ah. Händler?
Vielleicht ist es ja hier drinnen auch ein bisschen warm, ne? Mit dem Mörser und dem Stößel stellt man Zaubertränke her. Kommt doch an die Ladentheke. Das ist nett. Darf ich bitte einmal euer Feuer nutzen? Ich bin ganz durchgefroren. Danke. Danke, wirklich. Ja, Tja. Jetzt, ich glaube, wir haben das Schwert, Binor. Wir sind in einer Stadt, die ich nicht kenne. Was sagt ihr? Wie heißt diese Stadt? Dämmerstern? Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt erst wieder... Gehe ich jetzt erst wieder zurück oder... Also zurück nach Rifton? Wäre ja Quatsch, oder? Jetzt, wo wir schon mal hier oben sind. Könnte ich ja gleich nach Einsamkeit. Auf der anderen Seite... sollte ich nochmal bei Delphine vorbeischauen? Und ihr sagen, dass ich... jetzt auf dem Weg bin, ne? Ist ja eh dann dort unten. Das hat gut getan. Danke. Danke für die freundliche Aufnahme. Ja, wir haben nichts gekauft. Wir gehen wieder. Oh, ein Langschiff. Ein Langschiff. Nett. Ja, dann muss da dieses Moortal gar nicht weit von hier sein, denn dort gab es ja auch Möwen, oder? Schlängelt sich ein kleiner Pfad hinauf. Dort hinten scheint eine Mine zu sein. Ja. Ich kann nicht gut schlafen, egal wie viel Alkohol ich in mich reinschütte. Ich bin niemand Besonderes. Nur ein Bergmann, der eine Spitzhacke schwingt, um Geld für seinen Met zu verdienen. Ich gebe dir einen aus. Ich gebe dir einen aus, mein Freund. Auf Kynaret. Darauf, dass ich aus dieser Dwemer-Ruine wieder lebend herausgekommen bin. Habt ihr Bier oder Met? Ich hab Met. Guten Met. Und? Trinken wir einen zusammen, ne? Mein liebster Saufkumpel. Ach, und schon bin ich dein Saufkumpel. Ein wenig Met. Noch, ja klar. Den kleinen Finger, ne? Wenn man reicht, wollen sie die ganze Hand. Ist doch dasselbe in Flusswald gewesen. So mal. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr. Euer Horik trägt seine alte Armeerüstung. Was soll ich denn davon halten? Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns Treue gelehrt. Und wir sind Dämmerstern treu ergeben. Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, wie ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Geht es euch gut? Ihr seht müde aus. Mir geht es gut, Horik. Ich habe nur... Macht ihr euch Sorgen wegen diesem Krieg? Nein, wenn wir kämpfen müssen, dann werden wir kämpfen. Und ihr werdet uns zum Sieg führen. So wie ihr es immer getan habt. Mit euch an meiner Seite, nicht wahr, Horik? Natürlich. Ich will es gar nicht anders haben. So viel zu alten Soldaten, die sich zur Ruhe setzen und einen luxuriösen Lebensabend verbringen, was? Entschuldigt? Ihr besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Gemüter kochen hoch.
Ja, ich habe gerade das Gespräch mit angehört. Entschuldigt, dass ich mir zugehört habe. Ihr sagtet gerade, ich komme zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Was ist los? Keine einzige Seele in Dämmerstern hat die letzten Nächte gut geschlafen. Wir haben denselben Albtraum, immer und immer wieder. Wenn die Leute nicht müde sind, sind sie wütend. Und wenn sie nicht wütend sind, haben sie Angst. Es ist die Hölle, hier für Ordnung zu sorgen. Ich habe gehört, dass Mara einen ihrer Priester ins Gasthaus geschickt hat, um die Leute zu beruhigen. Aber ich weiß nicht, wie viel Worte allein ausrichten können. Ihr habt mit jemandem gestritten, nicht wahr? Skald unterstützt Ulfriks Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. Ja, darüber kann man streiten, ne? Passt auf euch auf. Ich danke euch. Rina? Rina war euer Name. Ich danke euch. Tja, entschuldigt. Ja. Schön wäre es natürlich, wenn man mit dem Boot jetzt irgendwie nach Weißlauf käme. Sieht nicht so aus, ne? Das sieht doch hier nach einem Gasthaus aus. Tatsächlich. Wie heißt denn das Gasthaus? Zum windigen Gipfel. Und dort werden wir mal richtig ausruhen. Denn ich bin wirklich hundstodmüde. Ich würde nur gern noch mal schauen, ob ich einen Wegweiser finde. Ich würde noch gern mal schauen, ob ich einen Wegweiser finde. Dort vorne, oder? Meine Güte. Der Schlaf, er überkommt mich. So, was sagt denn... Ach, tatsächlich, Moortal. Also hier kommen wir wieder zurück. Gut, dann... Ich möchte aber hier erstmal übernachten, denn ich... So, los, rein. Rein in die gute Stube. Moment. Dran vorbeigerannt. Ach so. Wir sind schon vorhin dran vorbeigerannt. Wir hätten nur hier oben her müssen. Dann wären wir sofort ins Gasthaus gekommen. Na gut. Verstehe ich. Verstehe ich. So, nochmal kurz aufwärmen. Und dann brauchen wir ein Zimmer, ne? Nicht ohne draußen. Ja. Ihr braucht etwas? So, mein Freund. Braucht ihr ein Zimmer? Ja. Keine Sorge. Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Ich nehme noch mal etwas von eurem Wasser. Guten Morgen. Was soll daran schon gut sein, ne? Oh, ja. Guten Tag. So, und dann möchte ich ein Zimmer, bitte. Wie viel? 60 Goldstücke? Das ist angemessen. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Nett. Wo ist es? Ich zeige euch euer Zimmer. Hier. Ich denk mal hier, ne? So. Also, im Grunde eine Taverne wie die andere. Muss derselbe Baumeister... Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, kein Problem. Er muss derselbe Baumeister gewesen sein, ne?
Wisst ihr, was wir machen? Bino. Wenn ich morgen habe nachgedacht, Vater. Vielleicht solltet ihr euch einen Tag frei nehmen und in die Stadt gehen. Ich könnte so lange auf die Taverne aufpassen. Warum sollte ich das machen? Es gibt ja genug zu tun. Es wird euch gut tun. Vielleicht könntet ihr unterwegs bei Irgnir oder Fruki vorbeischauen. Ich habe gesehen, wie sie euch ansehen, wenn sie auf ein Glas herkommen. Was schauen die so? Stimmt etwas mit meiner Bedienung nicht? Ach, schon gut. Ja, die sieht schon... Sie sieht schon... Beno? Beno? Ja. Mach, was du willst. Trink noch einen von mir aus. Ich werde auf alle Fälle jetzt nicht schlafen liegen.